Hey ho, hier ist der Sebastian und ich habe mir gedacht, dass ich jetzt mal nach langer Zeit eine Videoreihe mache, die die 2D Point-and-Click-Engine Visionaire Studio erklärt, da ein bisschen Tutorials zu machen. Momentan ist die Version 5 kurz vor dem Release. Das ist jetzt, was ihr hier seht, ein Release-Candidate, quasi kurz vor der Fertigstellung. Und ja, diese Engine wird benutzt, um Leuten wie mir, Leuten wie euch, gegebenenfalls es zu ermöglichen, eigene 2D-Spiele zu machen. In dem Fall ist sie aber spezialisiert auf diese klassischen Adventures. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, gegebenenfalls sowas zu machen wie in Myst, also in einer Ego-Perspektive, mehr oder weniger statische Hintergründe zu haben. Also nicht 3D-Hintergründe. Das ist natürlich damit auch möglich, aber im Grunde bietet diese Software grundlegende Werkzeuge und auch erweiterte Werkzeuge, um ja, diese Klassiker ganz einfach selber zu machen. Und die Handhabung der Engine ist eigentlich recht einfach geraten, weil diese grundlegenden Mechaniken, die man in dieser Engine anwenden kann, die werden durch Aktionsteile bestimmt. Und wenn man mehrere aneinander reiht, dann ja, kann man gewisse Ereignisse auslösen, ne? Zusätzlich dazu gibt es noch die Möglichkeit, per Lua-Skript ja, die Grenzen dieser Aktionsteile ein bisschen zu dehnen. Und ein bisschen in Zusammenspiel mit Lua und den Aktionsteilen lassen sich dann gegebenenfalls auch nochmal ein bisschen besondere oder erweiterte Funktionen nutzen, die das Spiel vielleicht dann auch nochmal ein bisschen toller machen. Warum mache ich das Video jetzt? Und warum auch erst jetzt? Die Engine benutze ich nämlich schon seit circa 2 Jahren. Habe mich aber dazu entschieden, immer mal wieder zu warten, bis diese schon etwas länger angekündigte Version 5 rauskommt. Denn dies ist ein kompletter Rewrite gewesen oder immer noch. Wie gesagt, ist gerade noch der Release-Candidate, den ihr hier vor euch seht. Und das ganze Interface sieht anders aus. Sprich, hätte ich jetzt irgendwie vor ein paar Monaten angefangen, wäre es vielleicht sogar so, dass ich das Ganze hätte nochmal machen müssen, weil gegebenenfalls bestimmte Sachen woanders zu finden wären. Da das alles ein Release Candidate ist, kann es natürlich sein, dass Kleinigkeiten sich hier noch etwas ändern. Gegebenenfalls verschieben sich noch ein paar Auswahlfelder woanders hin, aber im Grunde ist Version 5, so wie ich es jetzt vor mir habe und euch auch zeigen werde, in diesem und in den kommenden Videos, ja, fertig. Und damit werden wir mal gucken, dass wir den Aufbau des Editors kennenlernen, damit ihr euch leichter zurechtfindet. Im Laufe der kommenden Videos werden wir dann natürlich auch versuchen, verschiedene grundlegende wie auch erweiterte Funktionen im Spiel, ja, in Anführungsstrichen zu programmieren. Das fängt dann natürlich an bei diesen eingebauten Funktionen, also diese Aktionsteile, die die Engine von Haus aus bietet. Und später werde ich dann natürlich auch versuchen, ja, die Realisierung eigener Mechaniken, wie zum Beispiel dynamische Dialogsysteme oder eigenes Speicherskript zu machen, die dann unter anderem auch Lua benötigt, um gewisse Sachen zu berechnen, die so mit den Aktionszeilen nicht möglich sind. Das ist so das, was ich so zumindest vorhabe, in den nächsten Videos zu zeigen. Und falls ihr Lust habt, diese Engine für euch zu entdecken, gegebenenfalls auszuprobieren. Es gibt dazu auch eine Free-Version, die man sich so runterladen kann. Die hat den kompletten Funktionsumfang der Vollversion. Allerdings kann man dann nur 10 Szenen maximal kreieren, also 10 Räume, in denen man sich als Spieler bewegen kann. Mehr als ausreichend, um ja, die Engine kennenzulernen. Und man kann natürlich keine Spiele exportieren. Die Engine gibt es für Windows und für macOS, wie ihr hier seht. Spiele kreieren kann man allerdings auch für Linux, für Mobile Devices wie Android und iPhone, und es gibt auch HTML5 Export und so weiter. Falls du also Lust hast, die folgenden Videos anzusehen, um ein bisschen selber zu lernen, wie man eigene Spiele kreiert, dann schau ruhig in die nächsten Videos rein und ich hoffe, du findest da einige Antworten und hast dann gegebenenfalls auch Spaß, ein eigenes Spiel zu kreieren.